Nordkorea hat einen weiteren Test auf seiner Satellitenstartanlage Sohae gemeldet. Ein erfolgreicher Test sei am Freitagabend erfolgt, so die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Die jüngsten Forschungserfolge im Verteidigungsbereich würden dazu verwendet, die so wörtlich zuverlässige strategische atomare Abschreckung des Landes weiter zu stärken, hieß es. Die selbsterklärte Atommacht hatte eigenen Angaben zufolge bereits am vergangenen Samstag einen Test auf derselben Anlage durchgeführt. Die in Sohae gestarteten Raketen sollten angeblich einen Satelliten ins All bringen. Die Weltgemeinschaft vermutete, dass es sich dabei um verdeckte Tests mit Langstreckenraketen gehandelt habe, die auch Atomwaffen tragen könnten.